sehe immer mehr von diesen seltsamen Leuten. Sie scheinen sich alle sehr gut zu kennen. Wie sie miteinander sprechen, ist unheimlich. Geheimnisvoll. Es ist wie eine schreckliche Verschwörung. Ach was, Verschwörung, ich bitte dich. Matthew, ich sage dir, irgendwas geht hier vor. Und das macht mir Angst. Solange ich denken kann, lebe ich in dieser Stadt. Und habe mich immer wohlgefühlt. Aber auf einmal sind die Menschen verändert. Nicht nur Geoffrey, sondern fast alle. Gestern war noch alles in Ordnung. Heute sieht zwar auch noch alles so aus wie immer. Und doch ist die Stadt für mich zum Albtraum geworden. Ich weiß, dass über Nacht etwas mit dieser Stadt und ihren Menschen geschehen ist. Nein, nein, verriegel die Tür, verriegel die Tür. Sie kommen! Sie kommen! Sie helfen, Matthew! Hilfe! Sie kommen! Sie kommen! Hört auf mich! Er ist völlig fertig! Helfen Sie mir, bitte! Sie sind die Nächsten! Jeder ist in Gefahr! Wir sind alle in Gefahr! Es ist was Entsetzliches! Bitte glauben Sie mir! Da sind Sie schon! Helfen Sie mir! Sie kommen! Sie kommen! Er ist gestorben. Die Polizei wird ihm helfen. Jedenfalls melde ich mich gleich als Zeuge, wenn wir... Ich habe die ganze Stadt abgesucht. Seid ihr ihm begegnet? Wie bist du hier reingekommen? Das Gebäude ist doch von innen umstellt. Durch den Haupteingang. Ich bin einfach an ihn vorbeigegangen. Ich weiß, wie man sie täuschen kann. Und wie? Man muss seine Empfindung verbergen und darf keine Gefühle zeigen. Und wenn man einschläft? Wir werden aufeinander aufpassen. Okay. Lasst uns Jack suchen. Wir werden ihn schon finden. Okay. Okay. Das Licht, nein! 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 Rühr sie nicht Matthew! An! David, bitte, das darfst du nicht zulassen. Sag ihm, er soll sie nicht anfassen! Ihr dürft er nicht tun! Ihr dürft er nicht bitte tun! Bitte, lass mich doch an! Wir werden auf die Stadt verlassen! Bitte, Geoffrey! David, ich bitte dich! Lass uns das Licht aus der Stadt! Wir werden Böses tun. Ihr werdet genauso wie früher leben. Wir werden euch nicht verraten! Das gleiche Auto, alles! Aber was wollt ihr von uns? Ihr werdet neue Menschen sein, in einer neuen, besseren Welt. In einer Welt frei von Furcht. Nein, bitte. Angst und Hass. Du tötest uns. Keiner will euch töten. David hat recht. Nur euer Geist und eure Seele werden vollkommen absorbiert. Aber ihr empfindet es nicht. Für euch wird das Leben viel schöner. Weißt du überhaupt, was du da redest? Wir beide haben nichts gemeinsam, Jack. Warum bist du... Da gespritzt. Ein mildes Sedativum, es wird euch helfen. Ich hasse sie. Wir hassen dich nicht. Hass und Liebe sind Begriffe, die es nicht mehr gibt. Ich liebe dich, Matthew. Es gibt noch Menschen, die sich euch entgegenstellen. Und sie vernichten. In einer Stunde wirst du das nicht mehr wollen.